Kapitel 16. Feinde einer vergessenen Vergangenheit. Sumpex-Sicht. Das ganze Gerede von Dakra hatte mich bereits komplett aus dem Konzept gebracht. Innerhalb von nur 5 Minuten hatte er es geschafft, so viele zusammenhangslose Lügen zu erzählen, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten war. Aber trotzdem war mir klar, dass ich wohl erneut gegen Rayquaza kämpfen müsste. Aber um ehrlich zu sein, Sorgen machte ich mir nicht. Ich hatte Rayquaza schon einmal besiegt. Und damals war ich noch nicht entwickelt gewesen. Außerdem war mein damaliger Mitstreiter ein gegen flugschwaches Riolu. Dieses Mal hatte ich Seong, dessen Eisangriffe verheerend wären. Und dieser schien auch komplett bereit für einen Kampf zu sein. Also, wollen wir loslegen? Ich bin fit wie nie für diesen Kampf. Mir gefiel sein Hochmut nicht wirklich. Andererseits war ein wenig Optimismus an dieser Stelle vielleicht doch schön. Ja, lass uns das hier erledigen und dann unseren Freunden helfen. Der falsche Rayquaza hatte offensichtlich nichts zu sagen, bevor der Kampf losging. Der große Vorteil, den ich wirklich hatte, war, dass ich tatsächlich erst auf der letzten Reise gegen Rayquaza gekämpft hatte. Und eins musste ich auch Darkrai lassen. Dass mein Traum damals in den Ruinen dieser Welt wahr gewesen war, stimmte. Allerdings lag mein Kampf gegen Rayquaza mit Olaf nicht Jahre zurück, sondern er war in der Zukunft. Meine Heimat ist hier. Und damit erhielt ich als Lohn meine heutige Form. Eine Form, in welcher mein Eisstrahl, den ich damals schon beherrschte, noch effektiver war als damals schon. Und über Seong konnte ich in diesem Kampf viel sagen. Als er erst einmal begann zu kämpfen, ehrlich gesagt war ich mir gar nicht sicher, ob dieses Pokémon wirklich Seong war. Er war in unserer Gruppe ehrlich gesagt nicht viel mehr als ein Gute-Laune-Magnet gewesen, aber in diesem Kampf, einerseits wirkte es irgendwie, als würde er sich einen Spaß aus der Sache machen, andererseits ließ er Rayquaza damit keine Chancen. Seine Angriffsnutzung ergab keinen Sinn, aber dementsprechend unerwartet kam sie auch für Rayquaza und dementsprechend effektiv. Seong kontrollierte den Kampf so ziemlich alleine. Anfangs versuchte ich noch ein wenig gegen seinen Rhythmus, den er dem Kampf gab, anzukommen. Allerdings gab ich mich schnell hin, als ich merkte, wie gut es wirklich funktionierte. Und schnell zeigte sich, dass sein früherer Optimismus auch sehr berechtigt gewesen war. Es dauerte wirklich nicht lang, bis Rayquaza begann zu wanken und schließlich fiel. Ich und Seong waren die Ersten, die ihren Kampf erfolgreich abgeschlossen hatten. Latias Sicht. Vor uns stand genau das Eiswesen, welches ich in der Menschenwelt in meiner Vision gesehen hatte, kurz nachdem Chillast gestorben war. Jedes Detail glich dem damaligen Tagtraum. Konnte es stimmen, dass Darkrai dieses Ding wirklich kannte? Aber ich und Latios konnten nie im Leben aus einem anderen Weltenbaum stammen. Ich erinnerte mich noch an mein ganzes Leben in dieser Welt. Außerdem, ich hatte nie eine Schwester gehabt. Oder etwa doch? Ich würde doch niemals ein derartig wichtiges Pokémon vergessen. Ganz bestimmt nicht. Aber was nun im Fokus stand, ein Kampf gegen was auch immer dieser Eiskristall war. Kältekern hatte Darkrai es genannt. Tatsächlich bildete ich mir ein, diesen Namen bereits vorher irgendwann gehört zu haben. Aber das tat nicht viel zur Sache. Viel wichtiger war, dass wir es besiegten. Unsere Gruppe hatte von den Typen her allerdings weniger Glück als Sumpex und Seong, die beide einen großen Vorteil gegenüber Rayquaza hatten. Da ich mir doch extrem sicher war, dass der Kältekern den Typen Eis inne hatte, waren sowohl Latios als auch ich im Nachteil. Zumindest hatten wir noch Spark an unserer Seite. Er konnte neutral vorgehen. Und ich und Latios hatten beide Feuerattacken, die den Kampf erleichtern könnten. Ohne große Worte begannen auch wir zu kämpfen. Es war extrem schwer für uns, diesen Gegner wirklich einzuschätzen, da es eigentlich keine Anhaltspunkte dazu gab, was er wirklich konnte. Was allerdings Spark bereits früh auffiel, war die markante rote Stelle in der Mitte des Wesens. Sehr sicher war dies sein Schwachpunkt. Dementsprechend richteten wir ab dem Punkt an, dem wir dies bemerkten, alle unsere Angriffe nur noch auf diese Stelle. Und es war offensichtlich, dass der Feind darüber nicht erfreut war. Seltsame Winde begannen, das Kampffeld auszufüllen.
Sie wirkten jenen, welche bei Darkras Verwandlung entstanden waren, ähnlich. Sie waren jedoch deutlich schwächer und stellten im Prinzip überhaupt kein Hindernis dar. Das war eindeutig nicht, was sich dieses Wesen mit dem Angriff vorgestellt hatte. Gerade die Flammenwürfe schienen nach diesem Versuch des Gegners noch mehr Schaden anzurichten als zuvor. Wortwörtlich schmolz die Ausdauer des Kältekerns weiter und weiter. Der Kampf war ehrlich gesagt nicht einmal fair. Latios, Spark und ich hatten nicht wirklich Probleme, trotz unserer Typennachteile, da die meisten Angriffe des Feindes sehr träge wirkten und wir dementsprechend einfach ausweichen konnten. Gerade das war unsere größte Stärke im Vergleich zum Gegner. Wir drei waren wohl die schnellsten unserer gesamten Gruppe und der Feind war der trägste. So war es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir den Kampf gegen den Kältekern gewannen und der Eiskristall zersplitterte. Floinksicht. Die dunkle Materie. Schon wieder. Als wäre ich dieser Essenz nicht schon oft genug begegnet. Nicht nur musste ich gerade erfahren, dass Darkrai schuld an all meinem Leid war, da er die dunkle Macht erschuf. Warte. Hieß das, dass Darkrai sogar mich erschaffen hatte? War ich ähnlich wie Shinux nur eine Kreation dieses finsterherzigen Wahnsinnigen? Und auch die dunkle Materie, die wir schon seit dem ersten Abenteuer an kannten. Darkrai war niemals ihre rechte Hand gewesen. Auch wenn er es immer behauptet hatte, er war ihr Schaffer gewesen. Und nun würde ich wohl ein letztes Mal gegen dieses Wesen kämpfen. Aber um ehrlich zu sein, ich war optimistisch. Die dunkle Materie war mir ein ebenbürtiger Gegner. Aber Eevee war eine ganz andere Liga als ich oder die Materie. Und Eevee stand auf meiner Seite. Offensichtlich war auch sie fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen. Zum ersten Mal überhaupt kämpfte ich Seite an Seite mit diesem Pokémon. Sie hatte mich vor dem Fluch der dunklen Macht erlöst. Ich verdankte ihr vieles. Und deswegen war ich umso entschlossener, sie in diesem Kampf mit allem zu unterstützen, was ich hatte. Außerdem mussten wir Darkrai besiegen. Nicht nur für den Weltenbaum, der meine Heimat war, egal was Darkrai sagte, sondern auch für Shinux. Er hatte sein Leben in diesem großen Finale gelassen, war jedoch damit endlich befreit worden. Und trotzdem, wir würden siegen, damit sein Opfer nicht umsonst gewesen war. Wir würden die dunkle Materie und im Anschluss Darkrai vernichten, damit Shinux Tochter ein glückliches Leben führen könnte. Dies war sein größter Wunsch gewesen. Und ich war bereit, alles dafür zu geben, ihn zu erfüllen. Bist du bereit für diese Schlacht, Kumpel? Kumpel? Seit Jahren war ich nichts als bloß ein Feind gewesen, bis zu dieser Reise. Ich war zurück. Und war bereit, wieder alles zu geben. So wie damals während der Apokalypse. Ja, auf geht's. Die Entschlossenheit, die ich und Eevee beide hatten, spiegelte sich in diesem Kampf wieder. Gerade in Kombination waren unsere ohnehin schon mächtigen Techniken noch einmal stärker. Die dunkle Materie, die noch in meinem letzten wahren Abenteuer genug war, um unsere gesamte Gruppe unter Kontrolle zu halten und die eine Apokalypse herbeiführen konnte, hatte nun keine Chance mehr gegen zwei Pokémon. Nun gut, dass eines von ihnen Eevee war, machte doch sehr vieles aus. Sie war vermutlich eines der stärksten Pokémon, die es überhaupt gab. Und doch wirkte es, als wäre Darkrai selbst ihr überlegen. Aber Darkrai würde erst nach der Schlacht gegen die dunkle Materie zum wahren Feind werden. Allerdings war dieser Kampf nicht sonderlich spannend, wenn man ehrlich bleiben möchte. Eevee und ich dominierten durchgehend, während die Materie an Energie verlor und dabei schrumpfte und schrumpfte. Sie war sehr ausdauernd, weshalb unser Kampf nicht so schnell endete wie die unserer anderen Freunde. Doch trotzdem war der Sieg nicht weniger bravourös. Nach rund 10 Minuten hatten Eevee und ich den Kampf für uns entschieden. Bulbis Sicht. Ich hatte Darkrai bereits seit dem Krieg in der Menschenwelt gehasst. Ich hatte ihn vermutlich mehr gehasst als alle anderen. Er hatte mich glauben lassen, dass in ihm ein gutes Herz steckte, nur um uns für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Und trotz allem, was damals geschehen war, in diesen letzten Minuten war mein Hass auf ihn noch einmal so sehr gewachsen. Seinetwegen hatte ich denjenigen verloren, der mir am wichtigsten war. Shinux war tot. Und es war Darkrais Schuld. Und nicht nur das.
Er besaß wahrlich auch noch die Frechheit, mir die Schuld zu geben. Und dabei zu zeigen, dass von Anfang an er derjenige war, der diese Welt terrorisiert hatte. Dass er das reine Element erschaffen hatte, hatten ich und Shinnok ja bereits herausgefunden. Damals, als wir von den Anfängen seiner Armee und von seinen alten Prophezeiungen erfuhren. Und auch diese Prophezeiungen machten nun einen Sinn. Darkrai wusste schon vor 100 Jahren so vieles. Durch seine dunkelsten Kräfte. Und da er selber viele dieser Events herbeiführen würde. Die Geburt des dunklen Magier in der Menschenwelt hatte er schon lange geplant. Floings Kampf gegen die dunkle Materie ebenfalls. Alles war sein Plan gewesen. Und nun war es Zeit. Es war Zeit für die letzte Schlacht. Ich hatte Darkrai in der Menschenwelt bereits einmal getötet. Und ich war voll und ganz bereit, es wieder zu tun. Das hier würde Darkrais letzte Schlacht werden. Und er würde endlich für das bezahlen, was er getan hatte. Ihr hofft, es mit mir aufnehmen zu können, nicht? Ihr seht die Wahrheit nicht. Ihr habt nie eine Wahrheit gesehen. Günther, du hättest diese Welt nie betreten dürfen. Nur zwei Helden darf es in einem Weltenbaum geben. Du warst die Nummer 3. Und Ivis gesamte Blutlinie war immer eine Sünde Omegons gewesen. Er hatte eine Macht geschaffen, die nie hätte geboren werden sollen. Er sammelte all die Macht, um diesen Weltenbaum zu stärken. Und er stiehlt bis heute die Lebensenergie der anderen Weltenbäume. Ihr steht mir als Einzige im Weg. Bereits damals bei der Rettung des Zeitturmes standet ihr mir im Weg. Günther, Lord Ecke, ihr beiden seid meine ältesten Feinde. Jahrzehnte nach der Rettung des Zeitturmes steht ihr immer noch hier, mir gegenüber. Also macht euch bereit. Die Zeit für euer Ende ist endlich angebrochen. All unsere Freunde schienen zu diesem Zeitpunkt mit ihren Kämpfen zwar noch beschäftigt, aber sie alle wirkten, als hätten sie die Kämpfe komplett unter Kontrolle. Wir hingegen hatten einen Gegner vor uns, der wohl über unserem Level war. Gleichzeitig schien es so, als wären die 4 willensstärksten Krieger unserer Gruppe alle gegen Darkrai persönlich gestellt worden. Und wir alle wollten diesen Krieg beenden. Und dafür kämpften wir nun. All die Lügen würden hier ein Ende finden. Doch es war nur eine Frage von Sekunden, bis sich zeigte, wie mächtig dieses Wesen nun wirklich geworden war. Der neue Kampfstil Darkrais erinnerte stark an den Schattendämon, welchen wir in der Menschenwelt getroffen hatten, bevor er von diesem seltsamen Vulpix verscheucht wurde. Der Unterschied zwischen beiden war, während der Schattendämon wirkte, als kämpfe er ohne Moral, Sinn und Verstand, merkte man eindeutig, dass Darkrai vollkommen bei der Sache war. Dadurch waren seine Angriffe deutlich geplanter und auch treffsicherer. Zudem lockte er uns besser in Fallen, aus denen wir nicht gut flüchten konnten. Bereits nach Minuten schienen wir jegliche Kontrolle über den Kampf verloren zu haben. Selbst Günther und Lord Ecke, zwei der erfahrensten aller Kämpfer, wirkten ratlos. Bemerkt ihr die Macht, die denen gegeben wurde, die für das Recht einstehen? Spürt ihr diese Kraft? Und realisiert er die Probleme? All die Macht, die ich besitze, sie ist deutlich zu schwach, um Omegon zu stürzen. Und dabei ist diese Form so stark wie ein Weltengeist. Doch Omegon ist stärker, als er als Weltengeist je das Recht hatte zu sein. Und er denkt nicht daran, seine Macht für alle Weltenbäume zu nutzen. Seine Gier ist es, was uns alle in den Ruin treiben wird. Diese Monologe, die Darkrai zwischendrin einschob, waren mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich hatte schon viel zu viel von ihm hören müssen, um ihm auch nur ein Wort von dem, was er redete, zu glauben. Das Einzige, was ich mich noch fragte, glaubte er seine Erzählung wirklich selber? Doch es war irrelevant. Wir standen hier vor einem schlicht unbezwingbaren Feind. Ihr seid wohl alle nicht zu belehren. Der Lügner hat ganze Arbeit geleistet. Doch eine Chance habt ihr trotzdem nicht. Langsam stieg Darkrai nun in die Höhe
offensichtlich mit dem Plan, eine letzte Attacke abzufeuern. Günther versuchte ihn auf die Distanz mit einer Hydropumpe aufzuhalten, doch Dakra war vollkommen darauf vorbereitet, sie zu blocken. Doch nicht bereit war er für den Spukball aus dem Hintergrund, der seinen Angriff blockte. Wer wagt es? Als wir in die Richtung des Spukballes blickten, entdeckten wir ein bekanntes und an diesem Ort doch unerwartetes Gesicht. Black, offensichtlich war auch sein Freund hier. Du, weshalb greifst du mich an? Du solltest mir dienen, wie du es schon immer getan hast. Kurz schien Black zu zögern, bevor er seine Gedanken aussprach. Weshalb sollte ich? Ich stand die ganze Zeit auf deiner Seite mit deinem Versprechen, dass du den dunklen Gott vernichten und die dunkle Welt schützen würdest. Und jetzt auf einmal... Es waren also alles Lügen. Ich nehme keinen deiner Befehle mehr an. Gerade in diesem Moment brachen auch die Barrieren meiner Freunde. Und nun standen wir alle Darkrai gegenüber.